diesem Vortrag der Seherin von Manduria, Deborah Marasco, möchte ich ein paar Worte voranstellen, und zwar deswegen, weil es in den Kommentaren zu anderen Videos über Manduria und über Deborah Probleme offenbar gab, was das Hören betrifft. Sehr viele User haben in den Kommentaren geschrieben, dass sie hier Probleme mit der Verständlichkeit haben. Man muss vielleicht Folgendes erwähnen. Erstens, die Seherin Deborah spricht natürlich auf Italienisch. Klar, dass das unverständlich erscheinen muss. Es wird aber dann übersetzt von einer Kroatin, die eigentlich sehr gutes Deutsch spricht. Kann sein, dass in manchen Phasen sich die beiden überschneiden und das vielleicht ein bisschen zur Unverständlichkeit beiträgt. Ansonsten kann ich nur empfehlen, die Tipps aufzugreifen, die in den Kommentaren zu anderen Videos eben hier gemacht wurden, nämlich wenn es geht technisch, die Audiogeschwindigkeit etwas zurückzusetzen und, was überhaupt das Beste wäre, einen Kopfhörer, einen guten Kopfhörer zu verwenden, wenn man diese Probleme hat. Ich möchte zu diesem Vortrag noch ganz kurz sagen, er wurde bereits im Jahre 2011 gehalten, ist aber von unverbrüchlicher Aktualität nach wie vor. Deborah selbst wird, soweit ich weiß, wieder nach Österreich kommen, um weitere Vorträge zu halten. Nach neuestem Stand dürfte das irgendwann im Herbst dieses Jahres sein. Ich werde das auf meinem Kanal dann auch noch bekannt geben. Ich wünsche wie immer allen treuen Sehern und Usern meines Kanals viel Gnade und viel geistlichen Gewinn aus diesen Worten von Deborah. Guten Abend, liebe Freunde. Wie geht es euch? Wer bei Jesus ist, der sollte immer lächeln. Via quelle facce tristi. Weg mit den traurigen Gesichtern. Quelle facce addolorate. Diese schmerzerfüllten Gesichter. Wir sind die Familie del Signore. Wir sind die Familie des Herrn. E Gesù è luce, vita, gioia. Und Jesus ist Licht, Jesus ist Leben, Jesus ist Freude. Non è solo passione. Er ist nicht nur die Passion, das Leiden. Ma è bellezza, è allegria. Er ist die Schönheit, die Freude. E canto, e musica. Er ist die Musik, das Lied, der Gesang. Meine cari amici, questa sera. Siamo con Gesù. Wir sind hier mit Jesus. E ovviamente con la sua santa mamma. Und auch mit seiner heiligsten Mutter. Come facciamo a stare con Gesù senza stare con nostra madre? Es, bei Jesus zu sein ohne seine Mutter, das ist unmöglich. Ogni tanto con i sacerdoti ci sono degli scontri. Ancora. Qualche volta quando parliamo con i sacerdoti. Manchmal wenn wir mit Priestern sprechen. Ci sono degli scontri. Dann sind Meinungsverschiedenheiten. Ci sono dei sacerdoti che dicono. Da gibt es Priester, die sagen. A questa Madonna sta troppo in mezzo. Diese Mutter Gottes ist zu sehr im Mittelpunkt. Altri non sono contenti se la Madonna non sta dappertutto. Und andere wiederum sind unzufrieden, wenn sie nicht überall dabei ist. Allora, cari amici, come facciamo a metterci d'accordo? Nun, liebe Freunde, wie ist eine Einigung möglich? Semplicemente. Nun, einfach. Chiedendolo a Dio. Fragen wir das mal Gott. È lui stesso che ci dà la risposta. Denn er selbst gibt uns die Antwort. Che noi non siamo limitazione di qualcuno o di qualcosa. Denn wir sind nicht nur eine Begrenzung von irgendjemandem oder irgendetwas. Noi siamo delle persone. Wir sind Menschen. Con i nostri doni.
mit all unseren Gaben. Io vedo già in mezzo a voi tanti doni. Ich sehe hier schon mitten unter euch viele Gaben. Quanti doni sprecati. Wie viele verschwendete Gaben. Perché abbiamo paura. Weil wir Angst haben. Paura di farli uscire da noi. Weil wir Angst haben, sie in uns einzulassen. Di metterli a disposizione della Chiesa, del mondo. Sie zur Verfügung zu stellen, der Kirche, der Welt. Ma quale paura? Aber weil, welche Angst? Di chi hai paura? Wovor haben wir Angst? Vor wem? Tu devi avere solo paura del male. Du müsstest eigentlich nur Angst vor dem Bösen haben. Che non vuole la tua felicità. Das Böse, das nicht, das dein Glück, deine Freude nicht will. Tutti i giorni Satana pensa. Jeden Tag denkt Satan, come devo fare a distruggere Padre Andrea? Was muss ich anstellen, damit ich zum Beispiel Pater Andreas zerstöre? Come devo fare a distruggere Giovanna, Maria, Antonio? Was muss ich tun, um Maria, Johanna und so weiter zu zerstören? E noi non ci rendiamo conto, wir sind uns dessen nicht bewusst, che siamo dei progetti che camminano. Dass wir eigentlich jemand sind, die sich auf dem Weg befinden. E per questo dobbiamo realizzarli presto. Und deshalb müssen wir uns bemühen, all das zu realisieren, zu verwirklichen. Cari amici, non abbiamo tutta l'eternità. Nun, liebe Freunde, wir haben nicht die Ewigkeit zur Verfügung. È già tardi adesso. Es ist bereits heute zu spät. In questa chiesa ora siamo tutti bravi. Heute in dieser Kirche, da sind wir alle gut. Preghiamo come degli angeli. Wir beten wie die Engel höchstpersönlich. Sembriamo quasi già santi. Es scheint, dass wir schon heilig sind. Però sappiamo bene com'è fuori nel mondo. Aber dennoch wissen wir, wie es draußen in der Welt zugeht. Com'è dura. Wie hart die Welt ist. Com'è difficile. Wie schwierig es ist. Perché un mondo senza amore. Denn weil es eine Welt ohne Liebe ist. Semplicemente perché abbiamo cacciato il Signore fuori dalla nostra vita. Und das, weil wir den Herrn aus unserem Leben verbannt haben. Ecco, da dove vengono queste apparizioni? Nun, woher kommen diese Erscheinungen? Dalla misericordia di Dio. Sie kommen von der Barmherzigkeit Gottes. Perché se dovrebbe guardare alla sua giustizia, würde Gott nur auf seine Gerechtigkeit schauen, auf diese bauen, poveri noi. Wehe uns. Poveri noi. Was, wie stünde es um uns? Tutti condannati. Da wären wir wohl alle verdammt. Dice la Bibbia. Die Bibel sagt, il profeta e il sacerdote, der Prophet und der Priester, il popolo, tutti hanno peccato, und auch das Volk, alle sie sind sündig. Ma noi siamo qua. Aber nun, wir sind hier. Questa chiesa oggi è un miracolo. Diese Kirche heute, da geschieht ein Wunder. Perché è aperta ed è piena. Weil sie zum einen geöffnet ist und auch voll ist. È un miracolo che si vede poco. Ein Wunder, das man sehr nicht oft antrifft. E noi camminiamo con la Signora. Nun, wir sind auf dem Weg mit der Mutter Gottes. Perché questo miracolo diventi una cosa quotidiana. Wir sind auf dem Weg, damit solch ein Wunder ein alltägliches Wunder werde. Manduria è un segno grande dell'amore della Madonna. Manduria ist ein großes Zeichen der Liebe der Mutter Gottes. È una tappa fondamentale ed è costituita da altre tappe. Es ist eine Etappe, die sich gründet auf anderen weiteren Etappen. Con questa apparizione la Madonna intende terminare il suo messaggio al mondo. Mit dieser Erscheinung hat die Mutter Gottes vor, ihre Erscheinungen in der Welt zu beenden. Voi lo sapete, ormai sono le ultime apparizioni di Maria nel mondo.
Ihr wisst, das sind die letzten Erscheinungen der Mutter Gottes in der Welt. Questi sono tempi molto, molto particolari. Das sind sehr, sehr besondere Zeiten. Tempi difficili. Sehr schwierige Zeiten. E per questo il Signore manda la Madonna. Und aus diesem Grund sendet der Herr seine Mutter. Mi dispiace che questa volta si sia contentata di me. Es tut mir wirklich von Herzen leid, dass sie sich diesmal mit mir zufrieden gegeben hat. Io non ero meglio di voi. Denn ich war wirklich nicht um nichts besser als ihr es seid. Sono una come voi. Und auch jetzt, ich bin wie eigentlich wie ihr es seid. È stata chiamata dal Signore. Aber jemand, der vom Herrn gerufen wurde. Perché sono come voi, posso parlarvi. Ich bin wie ihr und deshalb kann ich euch sagen, così voi mi capite. Damit ihr mich versteht. E se io vi dico quello che è stata la mia vita, wenn ich euch sage, wie mein Leben war, forse potete fare di questa testimonianza un'occasione per la vostra vita. Vielleicht könnt ihr dieses meine Zeugnis hernehmen, um für euer Leben Rückschlüsse zu ziehen. Io non amo parlare di me, perciò non parlerò di me. Ich mag es eigentlich nicht, über mich selbst zu sprechen. Ma vi voglio parlare di cosa è Manduria. Aber ich möchte darüber sprechen, was Manduria ist. Oggi Manduria è conosciuta nel mondo per un'altra situazione drammatica. Manduria ist heute in der Welt bekannt aufgrund eines anderen dramatischen Umstandes. Avete sentito in questi giorni come tutto il Nord Africa sta arrivando in Italia. Ihr habt in diesen Tagen gehört, dass ganz Nordafrika sich nach Italien begibt. E tutto il territorio di Lampedusa. Und all dieses Gebiet von Lampedusa. Tutte le tendopoli le hanno smontate e spostate a Manduria. Die dortigen Zeltlager wurden nach Manduria verlagert. Qualcuno si domanda, ma come mai Manduria? Und man fragt sich da, wieso ausgerechnet Manduria? È misterioso. Es ist eigenartig. Però se noi andiamo a guardare i messaggi, wenn wir nun einen Blick in die Botschaften werfen, e io voglio sottolineare, und da möchte ich Folgendes betonen, messaggi dati nel corso di 20 anni, ich möchte betonen, dass es Botschaften sind, die im Laufe von 20 Jahren gegeben wurden, messaggi non creduti, Botschaften, an die nicht geglaubt wurde, messaggi calpestati, Botschaften, die auch zertreten wurden. Messaggi ritenuti niente. Botschaften, die als nichts galten. Noi capiamo. Nun, wir verstehen. Gesù dice, dass Jesus sagt, io sto inviando la mia santissima madre. Ich sende euch meine allerheiligste Mutter. Nel cuore del Mediterraneo. Ich sende sie in das Herz des Mittelmeerraumes. Come sentinella, come arco tra i popoli. Als einen Bund, eine Arche zwischen den Völkern. Come arco di pace. Als ein Band des Friedens. Perché una grande situazione drammatica si avvicina per noi. Weil sich uns eine große dramatische Situation nähert. Qual è questa situazione, nun, cari amici? Was ist nun diese Situation, liebe Freunde? Abbiamo prima sentito pregare la corona delle lacrime. Nun, wir haben einen Teil des Tränenrosenkranzes gebetet. Che poi dopo imparerete meglio. Und ich hoffe, dass ihr diesen Rosenkranz später besser beten lernt. Noi dobbiamo capire. Weil wir verstehen müssen. Cosa vuol dire che la Madonna abbia parlato con le lacrime di sangue e di olio nel Sud Italia? Was es bedeutet, dass die Mutter Gottes mit Tränen von Blut und Öl in Süditalien gesprochen hat? Voi sapete, cari amici, che quando una madre parla con le lacrime, ihr wisst, liebe Freunde, wenn eine Mutter mit Tränen spricht oder unter Tränen spricht, non è mai un bel segno.
dann ist das nie ein gutes Zeichen, gutes Vorzeichen. Ma comunque è un atteggiamento, è un modo con cui la Madonna ci parla. Aber es ist eine Art und Weise, wie sich die Mutter Gottes ausdrückt, wie sie zu uns spricht. Lei sceglie le lacrime. Sie hat die Tränen gewählt, per farci capire come il suo cuore. Um uns zu verstehen zu lassen, wie ihr Herz eigentlich ist. Non è solo trapassato da una spada. Es wurde nicht nur von einem Schwert durchbohrt, ma è schiacciato in una morsa terribile di dolore. Sondern es wurde noch viel mehr zerschlagen vom Schmerz. Qual è la grande preoccupazione della Madonna? Was ist die große Sorge der Madonna? In questo momento di passaggio al nuovo mondo, alla nuova era. In diesem Übergang zur neuen Ära. La salvezza della cristianità. Es ist die Rettung der Christenheit. Io sono la Vergine dell'Eucaristia. Ich bin die Jungfrau der Eucharistie. La Vergine. Die Jungfrau. Quella tutta consacrata. Ich ganz, ganz geweiht. La Madre, la Sorella, la Figlia. Ich Mutter, Schwester, Tochter. La Signora e la Serva. Die Herrin und die Dienerin. Tutta al servizio del Signore Gesù Eucaristia. Ich ganz im Dienste des eucharistischen Jesus. Quando noi diciamo, wenn wir sagen, dov'è la Chiesa? Wo ist die Kirche? Noi dobbiamo rispondere. Da müssen wir antworten. La Chiesa è dove c'è Gesù Eucaristia. Die Kirche ist dort, wo der eucharistische Jesus ist. Perché c'è il suo capo dentro. Weil da sein Haupt ist. Non una statua. Nicht eine Statue. Non un'idea. Nicht irgendeine Vorstellung. Non un nome. Nicht nur ein Name. E non un libro di storia. Und auch kein Geschichtsbuch. Ma una presenza. Sondern eine Wirklichkeit, eine Gegenwart. La persona di Gesù. Die Person Jesus. E questo è il problema. Und das ist das Problem. Noi non crediamo più nella persona di Gesù Eucaristia. Wir glauben nicht an die Person Jesus in der Eucharistie. Voi potete dire, ma questo non è vero. Ihr könnt jetzt vielleicht sagen, das stimmt aber nicht. Io vi rispondo. Und da gebe ich euch zur Antwort. Allora perché le chiese sono chiuse? Und nun, warum sind die Kirchen leer? Perché le adorazioni, weil die Anbetung, si vanno contando sulle dita delle mani. Perché le adorazioni non si vedono più in giro. Weil keine Anbetung gehalten wird, weil nicht angebetet wird. Perché la fede si sta spegnendo. Der Glaube, der verfällt großteils, der stirbt ab. Proprio adesso. Gerade heute, nun, in dieser Zeit. Dobbiamo resistere. Da kommt es drauf an zu widerstehen. Proprio adesso. Gerade heute, jetzt. Adesso il momento più importante. Heute, das ist der wichtigste Augenblick. Prima che questo grande progetto di Satana di invadere l'Occidente. Nun heute, wo es diesen großen Plan Satans gibt, den ganzen Westen an sich zu reißen. Anche attraverso la religione islamica. Auch durch die islamische Religion, durch den Islam. Come faremo? Nun, wie geht es uns da? Was machen wir? Quando partirà questa armata islamica? Wenn nun dieses ganze islamische Heer über uns kommt. Come faremo, cari amici? Was machen wir da, liebe Freunde? Se la nostra fede non è allenata, non è preparata. Wenn unser Glaube dafür nicht vorbereitet wird und quasi nicht trainiert darauf ist. Anche in questi giorni abbiamo detto. Und auch in diesen Tagen haben wir gesagt. Che per esempio Gheddafi. Dass zum Beispiel Gaddafi sta minacciando l'Italia. Italien bedroht. E dice, und er sagt, io sono pronto a lanciarvi i missili. Sono pronto a lanciarvi le bombe. Also ich bin bereit, auf euch Bomben zu werfen.
Ma lui non sa che c'è la Signora. Aber er weiß nicht, dass da Mutter Gottes ist. Non gli hanno detto che già è venuta la Signora per difenderci. Ihm hat niemand gesagt, dass wir die Mutter Gottes haben, die uns gesandt wurde, um uns zu beschützen. Povero Gheddafi. Ach, der ist ja wirklich arm. Lui non lo sa. Er weiß es nämlich nicht. Ma ci sono le lacrime di sangue e di olio. Da sind die Tränen von Blut und Öl, che la Madonna sta versando da 20 anni in questa terra di Puglia. Die Mutter Gottes seit 20 Jahren in der Region Apulien vergießt. La terra di Padre Pio. Das ist die Region, in der auch Pater Pio wirkte. E forse c'è qualche relazione anche con Padre Pio. Und da gibt es auch eine Verbindung. Perché la Madonna ha scelto sempre la data di 23 come giorno della apparizione pubblica. Weil die Mutter Gottes immer den 23. gewählt hat, also es ist der Tag, an dem sie erscheint. Ogni 23 del mese. An jedem 23. des Monats. Così io adesso prego di prendere l'ultimo messaggio che la Madonna ha dato, così lo leggeremo. Nun, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt die letzte Botschaft, die Mutter Gottes gegeben hat, und sie zu lesen und zu verstehen, per capire quali momenti noi adesso stiamo vivendo, um zu verstehen, in welcher Zeit wir leben, come possiamo aiutare la Chiesa, le famiglie, i bambini, wie, i giovani, wie wir der Kirche, den Familien, den Kindern, den Jugendlichen helfen können, come possiamo, ecco, affrontare questi momenti molto molto forti. Wie wir diesen sehr, sehr schwierigen Momenten oder Situationen begegnen können. Perché questi momenti sono permessi dalla giustizia di Dio. Und diese Situationen, diese Momente, sie sind von Gott zugelassen worden, von seiner Gerechtigkeit. Siamo diventati troppo cattivi, cari amici. Wir sind sehr böse geworden, bösartig geworden, liebe Freunde. Troppo arroganti. Zu arrogant. Ma l'ultima situazione del Giappone, diese Situation in Japan, ci fa capire quanto siamo fragili. Lässt uns verstehen, wie zerbrechlich und schwach wir eigentlich sind. Per lunghe ore hanno detto, è tutto sotto controllo. Lange Zeit wurde uns gesagt, wir haben alles unter Kontrolle. Ma cosa è sotto controllo? Aber was ist da bitte unter Kontrolle? Che cosa? Was denn? Noi non possiamo tenere sotto controllo una terra che trema. Wir können eine Erde, die sich bewegt, die zittert, nicht unter Kontrolle haben. Noi siamo nella chiesa dei due Giovanni. Wir befinden uns in einer Kirche, die den beiden, die Johannes dem Täufer und dem Apostel Johannes geweiht ist. Facciamoci raccontare da Giovanni l'Evangelista e dall'altro Giovanni. Lassen wir uns von ihnen erzählen. Che cosa hanno visto stando con Gesù? Che cosa hanno visto? Was sie mit Jesus gesehen haben. Qual è stata la loro esperienza? Was sie mit ihm erlebt haben, was ihre Erfahrung war. E ci sentiremo dire. Und da hören wir, wie sie uns sagen: Restate vigili. Seid wachsam. Perché il tempo di Dio voi non lo conoscete. Denn die Zeit Gottes kennt ihr nicht. Siamo in una grande apocalisse. Wir befinden uns in einer großen Zeit der Offenbarung, der Apokalypse. Solo i ciechi e i sordi non lo vedono. Nur die Blinden und die Blinden sehen sie nicht. Und die Tauben. Una grande crisi. Diese große Krise. Una crisi che c'è in Oriente e in Occidente. Eine Krise, die sowohl im Osten als auch im Westen ist. Perché siamo ad un punto di svolta. Wir befinden uns an einem Angelpunkt. O cambiamo. Entweder wir ändern uns. O è la fine. Oder es ist das Ende. Qu-
Questo vale per tutti. Und das gilt für alle. Soprattutto per i potenti. Vor allem für die Mächtigen dieser Welt. Per tutti quelli che hanno le grosse responsabilità. Für all jenen, die große Verantwortung tragen. È finito anche per loro il tempo. Auch für sie ist die Zeit abgelaufen. È finito il tempo delle furberie. Die Zeit ihrer Schlauheit ist vorbei. Lo Spirito Santo in cammino. Der Heilige Geist befindet sich auf dem Weg, er ist in Bewegung. Deve fare nuove tutte le cose. Er soll alles neu machen. E la terra partecipa di questa grande passione. Und die Erde nimmt an dieser großen Passion teil. Adesso leggiamo il messaggio. Und nun lesen wir die Botschaft. Hier wird jetzt die letzte Botschaft vom 25. Buch, wo steht das? Jedenfalls Beginn dieses Jahres, wo die Gottesmutter der Frau Deborah erschienen ist, in ihrer Wohnung, und da hat sie gesagt: Gelobt sei Jesus Christus, liebe Kinder, ich komme, damit sich auf diesem Stück Erde der Plan Gottes erfüllt. Plötzlich blickt die Gottesmutter nach Westen und dann nach Norden. Sie wird traurig und nachdenklich und es herrscht eine Momentstille. Und sie sagt: Du bist traurig, meine Herrin. Was macht dir Sorgen? Sagte die Deborah. Und die Gottesmutter: Es ist spät, meine Kinder. Ich komme mit der Bitte als Mutter, sühnt, denn ein schmerzliches Ereignis kommt auf euer Land zu. Ich bitte für euch und halte Fürsprache für euch. Ich segne im Namen meines Sohnes Jesus diese Diözese und von hier aus meine Kirche, meinen Papst. Bleibt vor Jesus in der Eucharistie und haltet euch fest an seiner barmherzigen Liebe, denn er kann die Sünden vergeben und die Leiden mildern, die auf euch warten. Ich bin besorgt um euch, liebe Kinder, denn ihr habt meine Tränen vergeblich fallen lassen. Nehmt sie wenigstens jetzt an, denn sie sind wie das tröstende Öl und versüßen die Bitterkeiten, die euch von Gott trennen möchten. Betet und sagt nicht das Böse, denn ich werde mit euch sein, um euch meine Gegenwart in Manduria zu bezeugen. Auf Wiedersehen, bis bald. Und sie hat die Erlaubnis bekommen, diese Botschaft zu verbreiten und ist heute abgedruckt auch in der Schweizer Zeitung in Maria heute. Grazie Padre Thomas. Stava dormendo, lo dovevo svegliare. Er schlief fast, deshalb musste ich ihn aufwecken. Scherz. Ein kleiner Scherz. Insomma, cari amici. Nun, alles in allem, liebe Freunde. Queste lacrime di olio della Madonna. Diese Tränen der Mutter Gottes rappresentano un segno importante. Stellen ein wichtiges Zeichen dar. A Fatima, lei ha detto, in Fatima hat sie gesagt, alla fine di tutte queste tribolazioni, nach all diesen Erschütterungen, il mio cuore immacolato porrà il suo trionfo nel mondo. Wird mein unbeflecktes Herz siegen. Che differenza c'è? Was ist da nun der Unterschied zwischen Siegen und Triumphieren? Vincere ha già vinto. Wie Siegen, sie hat ja schon gesiegt. E di questo ci dobbiamo convincere tutti quanti. Und davon müssen wir uns alle überzeugen. Dio ha già vinto. Gott hat bereits gesiegt.
Questo è scritto. Das steht fest. Ma manca la parte umana. Aber da fehlt noch der menschliche Teil. L'uomo che accoglie la vittoria di Dio. Ein Mensch, der diesen Sieg Gottes aufnimmt und annimmt. E per questo si parla di trionfo. Und dann spricht man von Triumph. Trionfo vuol dire regnare. Triumph, das bedeutet Herrschaft, herrschen. Quindi Manduria è la preparazione di questo grande regno di Maria che viene a prepararsi nel mondo. Und Manduria ist es, dass diesen Sieg, diesen Triumph in der Welt vorbereitet. Ma ancora c'è strada da fare. Aber da ist noch ein Weg vor uns. C'è molto da riparare. Da ist noch viel zu sühnen. Cominciamo dagli altari spezzati. Nun beginnen wir einmal mit den Altären, den entweihten Altären. Quali sono gli altari spezzati? Was sind diese? Quelli dove Gesù è trattato come un pazzo. Das ist ein Altar, wo Jesus als ein Verrückter quasi behandelt wird. Quelli dove Gesù è trattato come un bugiardo. Das ist ein dort, wo Jesus quasi als ein Lügner behandelt wird. Manduria è questo antico amore di Dio. Manduria ist sozusagen diese große Liebe des Herrn, che si fa più vivo e presente nei tempi moderni. Der sich lebendig und gegenwärtig zeigt in unserer modernen Welt. Viene alla fine di un secolo. Er kommt am Ende eines Jahrhunderts. E alla fine di un millennio. Und auch gleichzeitig am Ende eines Millenniums. Per accompagnare nell'altro secolo e nell'altro millennio. Um uns in dein neues Jahrhundert und in ein neues Jahrtausend einzuführen. Viene in Italia, ma nel cuore del Mediterraneo. Er kommt nach Italien, aber gerade in den Mittelmeerraum. Per preparare l'Italia. Um Italien vorzubereiten. E dall'Italia il mondo intero. Und von da aus die ganze Welt. L'Occidente. Den Westen. Un Occidente fatto di persone morte. Einen Westen, der aus toten Menschen besteht. Die persone che camminano, ma non hanno la testa. Menschen, die zwar sich bewegen, die aber sich nicht dessen bewusst sind, die dove nicht leben. La testa? Nun, wo haben wir unseren Kopf? Dove abbiamo la testa? Wo ist er? Ai soldi che abbiamo perduto. Es ist dort, wo unser Geld ist. Al lavoro che stiamo perdendo. Dort, wo die Arbeit ist. Ai problemi materiali. Bei den materiellen Problemen. Che aumentano di giorno in giorno. Die Probleme, all diese Probleme, die von Tag zu Tag größer werden. E quindi risolviamo un problema e ne escono due. Also es ist so, dass wir ein Problem lösen und zwei weitere entstehen. Lì abbiamo la testa. Dort haben wir unseren Kopf, dort sind wir mit unseren Gedanken. E forse anche il cuore. Und womöglich hängt dort auch unser Herz, ist e auch unser Herz. Che cosa sta accadendo? Und was passiert aber in der Zwischenzeit? L'inimmaginabile. Etwas Unvorstellbares. Satana si prepara con le sue schiere. Und Satan bereitet sich vor mit all seinen Anhängern. E noi siamo al centro di questa battaglia spirituale, ma anche fisica. Und wir befinden uns mittendrin in dieser spirituellen in diesem spirituellen Kampf, aber auch in diesem der körperlich sich zeigt. Ecco perché l'apparizione di Manduria, come le grandi apparizioni. Und nun, das ist der Grund, warum die Erscheinungen in Manduria alle anderen Erscheinungen beinhaltet. Devono essere accolte. Sie müssen angenommen und aufgenommen werden. Noi non possiamo fare a meno di Maria. Wir können einfach nicht ohne Maria. Se tu pensi di essere così santo, wenn du glaubst, dass du schon so heilig bist, allora sei pazzo.
dann bist du wirklich verrückt. Se tu pensi di essere così sano, allora non hai visto bene dentro di te. Wenn du glaubst, dass du schon heil bist, dann hast du nicht genau in dein Innerstes gesehen, geschaut. Abbiamo bisogno della Madonna, cari fratelli e sorelle. Wir brauchen Maria, wir brauchen die Mutter Gottes, liebe Brüder und Schwestern. E soprattutto i ragazzi, i bambini. Und vor allem die Jugendlichen, die Kinder. Pensate ai ragazzi. Denkt an die Jugendlichen, ai bambini, an die Kinder. Che futuro hanno? Welche Zukunft haben sie? Che situazione spirituale ed economica incontreranno? Welcher ökonomischen und spirituellen Zukunft werden sie begegnen? Loro porteranno un peso ancora più forte del nostro. Sie tragen auf ihren Schultern noch ein größeres Gewicht, noch eine größere Last als wir. Per colpa nostra. Aber durch unsere Schuld. E di quelli che non vogliono fare niente. E di quelli che non vogliono fare nulla per cambiare. Und jene, die nichts dafür aufbringen müssen, dass sich etwas ändert. Ecco perché questa è l'ultima campana. Dilindolon, dilindolon, lin, 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 che passa in mezzo a voi. Das ist quasi der letzte Aufruf, der letzte Glockenschlag für uns, für gli uns. Angeli hanno già suonato le loro trombe. Die Engel, die non importa. Hanno già chiamato a salvezza il mondo. Sie haben bereits aufgerufen zur Rettung der Welt. E noi ancora. Und wir befinden uns in einem Tiefschlaf. Buonanotte. Gute Nacht. Come si dorme bene. Wie gut man doch schläft. Noi stiamo dormendo. Ja, wir schlafen. Stiamo dormendo. Tatsächlich. E non ci stiamo rendendo conto. Und wir sind uns nicht dessen bewusst. Di tutto quello che ci sta girando intorno. Was alles um uns herum passiert. Siamo come dentro una grande lavatrice. Wir sind wie in einem Schleudergang. E noi siamo lo straccio che gira dentro. Come dire, le robe, no, che si ficcano nella lavatrice. Mm-hmm. Un indumento. Siamo un indumento che gira dentro la lavatrice. Also wie in einem Waschmaschine quasi. E siamo sbattuti da una parte e dall'altra. Und wir werden quasi hin und her geworfen von einer Seite zur anderen. Fino a quando a un certo punto la Madonna ci sveglia. Bis zu einem gewissen Punkt, an dem uns die Mutter Gottes aufweckt. E ci dice, cari figli. Und uns dann sagt, liebe Kinder. Ubbiditemi. Seid mir gegenüber gehorsam. Io sono la signora della grande riparazione. Ich bin die große Herrin der Sühne. E sono venuta a Manduria per darvi la direzione della vostra chiamata. Und ich bin nach Manduria gekommen, um euch die Richtung eures Rufs zu geben. Manduria è un richiamo per chi ha fede. Manduria ist ein Aufruf für alle, die Glauben haben. Ma soprattutto per chi la fede non ce l'ha. Aber vor allem für jene, die keinen Glauben haben. Per quelli è Manduria. Vor allem für jene ist Manduria da. Per i ladri, per le prostitute. Für die Diebe, für die Prostituierten. Per gli omicidi. Für die Drogati, für die Drogenabhängigen, für die Alkoholabhängigen. E per tutti loro, für all diese Menschen. Che non hanno capito ancora, auch für jene, die noch nicht verstanden haben, quanto è grande l'amore del Signore, wie groß die Liebe des Herrn ist. Che ti manda la sua Santa Madre, ein Gott, der dir seine heiligste Mutter sendet. Per farti capire quanto il paradiso sta qua in mezzo a noi. Und dich verstehen zu lassen, dass das Paradies bereits hier ist. Non avere paura, dice la Madonna. Habt keine Angst, sagt die Mutter Gottes. Tu non sei solo contro Satana.
Du bist nicht allein im Kampf gegen Satan. Ci sono anche io, con i miei messaggi. Da bin auch ich mit meinen Botschaften. Con il mio olio benedetto. Mit meinem gesegneten Öl. Grande segno. Das ein großes Zeichen ist. Segno profetico. Ein prophetisches Zeichen. Di liberazione. Ein Zeichen der Befreiung. Olio e profumo. Olio e balsamo. Das Öl ist Duft, das Öl ist Balsam. Olio è gioia. Das Öl bedeutet Freude. E guarigione. Bedeutet Heilung. E miracolo. Ein Wunder. Le lacrime di olio di Maria vengono dopo quelle di sangue. Die Öltränen kommen nach jenen von Blut. Per farci capire, um uns verstehen zu lassen, che nonostante le prove di questo momento, dass trotz all dieser gegenwärtigen Prüfungen, e saranno tante, und davon kommen noch einige auf uns zu, non prendiamoci in giro. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Le prove saranno tante e dolorose. Die Prüfungen, es werden viele Prüfungen kommen und vor allem schmerzliche Prüfungen. Non ci sarà una sola nazione che non sarà visitata da segni della terra o del cielo. Da wird keine einzige Nation sein, die nicht von Zeichen von irdischen oder beziehungsweise himmlischen Zeichen heimgesucht werden wird. Ma lei viene con il suo olio. Aber sie kommt mit ihrem Öl, per ungerci sulla fronte, um uns auf der Stirn zu salben, prima che Satana ci unga con il suo segno, bevor uns Satan mit seinem Zeichen besiegelt. Il segno della grande consacrazione alla grande madre. Die große Weihe an diese große Mutter. La madre degli angeli, die Mutter der Engel. La Vergine dell'Eucaristia, die Jungfrau der Eucharistie. Gloriosa, die glorreich ist. Quando noi chiediamo alla Madonna una grazia, wenn wir die Mutter Gottes um eine Gnade bitten, sapete, qualche volta, dann, anche se Gesù è misericordioso, dann seid euch bewusst, wenn auch Jesus barmherzig ist, sapete, qualche volta Gesù ha detto no, dass auch Jesus manchmal Nein gesagt hat. Quando abbiamo chiesto una grazia per qualche persona, wenn wir für jemanden um eine Gnade gebeten haben, io non ho osato chiedere al Signore cosa gli avesse fatto. Perché lui dicesse di no. Dann habe ich mich nicht getraut, weiter zu bitten, weil ich dachte, er hat Nein gesagt. Che questo no era motivato. Aber man verstand, dass dieses Nein einen Grund hatte. Io ho fatto la mia esperienza del no di Dio. Und ich habe diese Erfahrung gemacht. Allora ho detto, come farò? Nun, was mache ich, habe ich mich gesagt. Was mache ich nun, um diesen Menschen zu helfen, für die ich diese Gnade erbete? Wie kann ich diesen Menschen sagen, dass sie diese Gnade nun nicht erhalten wird? Weil es einer großen, langen Sühne braucht. Und dann dachte ich, ich gehe zur Madonna. E la Madonna mi ha sorriso. Und die Mutter Gottes lächelte mir zu. Ha detto, va bene. Und die Mutter Gottes sagte, okay, ist in Ordnung. Però dovrà diventare apostolo delle mie lacrime. Aber du musst ein Apostel meiner Tränen sein. Avete capito quale potenza queste lacrime hanno? Habt ihr nun verstanden, wie mächtig diese Tränen sind? Wenn mein Gebet von Gott nicht angenommen wird, dann kann ich die Tränen der Madonna anrufen. Und da kann Jesus diesen Tränen nicht widerstehen und Nein sagen. Wir haben diese Erfahrung wirklich in Manduria gemacht. E Manduria è una terra come tante terre dove i peccatori si riversano. Und in Manduria, da passiert es, dass sich auch die größten Sünder bekehren.
Non abbiamo l'idea di quanto il peccato possa deformare le persone. Man kann sich ja nicht vorstellen, wie die Sünde einen Menschen verändern kann, auf ihn einwirken kann. Tutti i tipi di peccati. Alle möglichen Formen von Sünde. Tra i peggiori fino ai più leggeri. Von den größten Sünden bis zu den kleinen, lässlichen. La Madonna ha questa sorgente nel cuore. Die Mutter Gottes in ihrem Herzen ist eine Quelle. Se tu leggi i miei messaggi, wenn du meine Botschaften liest, abbiamo i cinque volumi della sapienza rivelata del Dio vivente. Das sind fünf Bände dieser offenbarten Weisheit des lebendigen Gottes. Queste pagine di cielo aperto. Diese Seiten, die einen geöffneten Himmel darstellen und sind. Chi l'ha già letta ha potuto verificare. Wer diese Worte gelesen hat, der wird bezeugen können. Come seguire il cammino di Gesù attraverso i messaggi è molto più facile. Dass man mit Jesus diesen Weg viel leichter gehen kann. I messaggi ti avviano ad entrare dentro il Vangelo. Diese Botschaften führen dazu, dich in das Evangelium einzuführen. A toglierti dalla testa sentimenti tradizionalisti. All das, was traditionalistisch in deinem Kopf ist, wird entfernt. A non essere integralista, ma ad essere equilibrato. Da wird man ausgeglichen. Ad amare Gesù veramente coerentemente. Um Jesus eben ganz, ganz zu lieben, um in ihm zu sein. Perciò Manduria non è solo penitenza. Manduria bedeutet nicht nur Buße. E anche penitenza. Das natürlich auch. Ma c'è un modo con cui la penitenza si fa allegramente. Aber da ist ja eben dieser Weg, wo die Buße leichter wird. Se noi avessimo saputo anticipatamente tutte le pene che avremmo dovuto sopportare. Ancora una volta. Se noi avessimo saputo prima quello che avremmo dovuto sopportare dopo. Wenn wir im Vorhinein gewusst haben, welche Leiden auf uns zukommen werden, avremmo detto. Da hätten wir wohl gesagt. No, Gesù. Nein, Jesus. Io non vengo con te. Nein, mit dir gehe ich nicht. Non sono mica scema. Ich bin ja nicht verrückt. A fianco a te ci sono sempre pochi amici. Du hast ja nur wenige Freunde, quasi kein Wunder. Dove sei tu, ci sono problemi. Wo du bist, da sind Probleme. Vai, Gesù, scegli un'altra persona. Ah, Jesus, such dir jemanden anderen aus. La Madonna è stata furba, non ci ha detto niente. Aber die Mutter Gottes, sie war schlau, sie hat uns nichts gesagt. E ha fatto bene. Und damit lag sie wohl im Recht. Perché sul Calvario si va con gioia. Denn es ist so, dass man auf den Kalvarienberg mit Freude geht. E la Via Dolorosa Mariana, che si trova nel giardino, diese Via Dolorosa Mariana, dieser marianische Kreuzweg, der sich in Manduria befindet, chi è venuto e l'ha fatta in ginocchio lo sa. Einige von euch, die schon dort waren, kennen diesen Weg. Man geht ihn kniend. All'inizio è dura e dolorosa. Natürlich ist es am Anfang sehr, sehr hart und sehr schmerzlich. Ma oggi chi può dire di essersi ammalato? Aber wer kann heute sagen, dass er davon krank geworden ist? Dopo averla fatta. Nachdem sotto, er ihn gegangen ist. Sotto il sole, sotto la neve, sotto la pioggia. Bei aller Witterung, ob Schnee, Regen. Questo è il senso. Hitze. Se tu soffri con Gesù, wenn du mit Jesus leidest, allora è più facile. Dann wird es leichter. Ma dai questa tua vita a Gesù. Aber gib nun dieses deine Leben Jesus. Altrimenti anche la preghiera. Ansonsten wird auch das Gebet diventa vuoto. Wird auch das Gebet leer. Non ha senso. Es hat dann keinen Sinn. E perciò resta a terra. Es bleibt irgendwo unten am Boden. Es steigt nicht zum Himmel empor. Molte preghiere non sono ascoltate. Und viele Gebete werden nicht erhört. La preghiera deve seguire il nostro comportamento.
Unser Gebet muss begleitet werden von unserem Verhalten. Ecco il senso di accogliere il messaggio. Nun, das ist der Sinn, die Botschaften aufzunehmen und anzunehmen. Scegliere il digiuno. Das Fasten zu wählen. Scegliere la via di Maria. Den Weg Mariens zu gehen, ora, zu wählen. Io non ho più paura di niente. Nun, ich habe jetzt von nichts mehr Angst. Anche se so, auch wenn ich weiß, molte cose terribili possono accadere, dass viele schreckliche Dinge passieren können. Ma la Signora ha promesso, aber die Mutter Gottes hat versprochen, ha promesso, hat versprochen, io non vi abbandonerò, cari figli, ich werde euch nicht verlassen, liebe Kinder. Portatemi nelle famiglie, bringt mich in die Familien, portatemi nelle case, bringt mich in die Häuser, con la mia immagine, mit meinem Bild, con la mia Eucharistia sul petto, mit der Eucharistie in der Höhe der Brust. Io richiamerò i sacerdoti che hanno perduto la fede. Ich rufe die jene Priester auf, die ihren Glauben verloren haben. Chiamerò i laici. Ich werde die Laien aufrufen. Chiamerò quelli che sono così ormai sconfortati. Ich werde jeden rufen. E gli dirò. Und dann werde ich ihnen sagen, vieni, ho bisogno di te. Komm, ich brauche dich. Avete capito perché siamo qui questa sera? Versteht ihr nun, warum wir heute Abend hier sind? Perché lei ha bisogno di voi. Weil sie euch braucht. Tutti insieme. Uns alle gemeinsam. Realizziamo questo. Verwirklichen wir nun das. Ecco perché Manduria viene come segno per il mondo. Und das ist es, warum Manduria als ein Zeichen für die Welt lei ist. Lei apparsa con il simbolo di Giovanni Paolo II sulla sua veste. Sie ist mit dem Wappen von Johannes Paul II. Auf ihrem Kleid erschienen. Il Papa del suo segreto. Das ist der Papst ihres Geheimnisses. Il Papa del suo trionfo. Der Papst ihres Triumphes. Ma Benedetto XVI. Aber Benedikt der 16. sta dentro quel programma. Er steht auch hinter diesem Plan. Er ist in diesem Plan inbegriffen. Quando un giorno un sacerdote mi ha chiesto, als eines Tages mich ein Priester fragte, ma adesso Giovanni Paolo è morto. Oder sagte, Johannes Paul II. Ist nun gestorben. Allora, come ti appare la Madonna? Wie erscheint nun die Mutter Gottes? E io ho detto, sempre con lo stesso segno. Ich sagte, noch immer mit dem gleichen Wappen, mit dem gleichen Zeichen. La Madonna risposto, die Mutter Gottes sagte dazu, che se Giovanni Paolo era il Papa della consacrazione. Sie sagte, dass Papst Johannes Paul II. Der Papst der Weihe war. Papa Benedetto sarà il Papa della riparazione. So wird Papst Benedikt der 16. Der Papst der Sühne sein. E perciò sarà sofferente. Und aus diesem Grund wird es viel Leiden geben. Perseguitato. Er wird verfolgt werden. Anche dai suoi stessi preti. Von seinen eigenen Priestern. Dai suoi stessi vescovi. Von seinen eigenen Bischöfen. Perché questo è anche segno di contraddizione. Das ist auch ein Zeichen von Verrat. Amare Gesù non è una cosa semplice. Jesus zu lieben, das ist keine kleine Sache. C'è chi ama Gesù per altri fini. C'è chi ama Gesù per altre situazioni. Wer Jesus liebt aus anderen wegen anderer Situationen, wegen, non solo per amore, aus anderen Gründen, nicht aus Liebe. E per questo la nostra chiesa è piagata all'interno. Deshalb ist unsere Kirche im Inneren so angegriffen, so angefochten. Voi vedete anche queste apparizioni. Ihr seht nun diese Erscheinungen. Come creano la guerra.
wie sie zu einem Krieg quasi führen. Ma cari amici, aber liebe Freunde, non abbiamo capito, wir haben nicht verstanden, proprio queste apparizioni, dass gerade diese Botschaften, saranno diese la forza, Erscheinungen, la forza della Chiesa, dass diese Erscheinungen die eigentliche Kraft der Kirche sein werden. Saranno la forza del papato. Die eigentliche Kraft des Papsttums. Quando nessuno crederà più. Wenn da niemand mehr glaubt. Lei ci sarà ancora. Sie wird noch immer da sein. Insieme a tutti voi. Mit euch allen. Il popolo dei Mariani. Das Volk Mariens. Qualche volta mi piace dire. Man, ab und zu liebe ich es zu sagen. Che noi siamo una razza a parte. I Mariani. Dass wir irgendwie abseits sind, siamo die marianischen Kinder. Non siamo molto amati. Wir werden nicht sehr geliebt. Però i Mariani sono il cuore della Chiesa. Aber all die zu Maria gehören, das ist doch das Herz der Kirche. Sono la cattolicità della Chiesa. Das ist das zu innerst Katholische in der Kirche. Quei movimenti che mettono fuori la Madonna. Jene Bewegungen in der Kirche, die sich von Maria distanzieren, die nicht Maria anche im Zentrum haben, tutto il giorno, auch wenn sie viele Lieder den ganzen Tag über singen, non ottengono niente. Das ist dennoch nichts. Perché lo Spirito Santo viene per Maria. Weil der Heilige Geist durch Maria kommt. Chi trova Maria ha incontrato Cristo. Wer Maria begegnet, der begegnet Christus. Ecco come è capitato a noi di incontrare Gesù. Nun, so ist es uns widerfahren, dass wir Jesus angetroffen haben, dass wir zu Jesus gefunden haben. Manduria è perseguitata soprattutto per un messaggio in particolare. Manduria wird verfolgt vor allem aufgrund einer besonderen Botschaft. La Madonna ha molto parlato del culto eucaristico. Maria hat sehr, sehr viel über die eucharistische Verehrung gesprochen. E tra i tanti messaggi ha voluto dire. Und in ihren vielen Botschaften wollte sie sagen, che non ama che Gesù venga ricevuto nelle mani. Und sie sagte, dass sie es nicht gern sieht, dass sie nicht möchte, dass Jesus, also dass es diese Handkommunion gibt, oppure, dass er in den Händen empfangen oppure wird. Oppure che abbiamo degli atteggiamenti nei confronti di Dio non appropriati. Dobbiamo ricostruire da capo questo culto eucaristico. Wir müssen diese eucharistische Verehrung wieder neu entdecken, neu aufbauen. I preti devono fare i preti. Die Priester müssen Priester sein. I laici devono fare i laici. Die Laien müssen Laien sein. Oggi è tutto il contrario. Und heute ist alles umgekehrt. Troviamo dei sacerdoti che non hanno più voglia di fare sacerdoti. Heute gibt es Priester, die keine Freude daran haben, die nicht Priester sein wollen. Allora, da quando la Madonna ha cominciato a parlare di questi messaggi, ab diesem Augenblick, wo die Mutter Gottes über diese Botschaften gesprochen hat, angefangen hat zu sprechen, allora sono iniziati i problemi. Da sind dann die großen Probleme gekommen. Questa apparizione è stata vista come schismatica. Und diese Erscheinungen, ihr wurde Spaltung ange. Come divisione. Sì, sì. Also, dass es eine Spaltung bedeutet. Ma che parola dass sie spalten. Ma che parola grossa. Was für ein großes Wort. Ma la Chiesa è già divisa. Denn die Kirche ist bereits gespalten. Ma ci siamo visti. Wir sehen es ja. Io viaggio già da 20 anni nel mondo. Ich reise nun seit 20 Jahren in der Welt. E non andiamo d'accordo con nessuna religione. Und wir kommen mit keiner Religion aus. E abbiamo paura della Madonna. Und da haben wir, in all dem haben wir noch Angst vor der Mutter Gottes. No.
Nein. Sbagliamo. Wir sind nicht im Recht. Da qui wir liegen falsch. Si ricomincia. Von da beginnt das Ganze. Dalla sua vittoria. Von ihrem Sieg, bei ihrem Sieg. Che posso dirvi di più, cari amici? Was kann ich euch noch mehr sagen, liebe Freunde? Non si può raccontare Manduria in un'ora. Man kann nicht Manduria innerhalb einer Stunde erzählen. Impossibile. Es ist unmöglich. Ma ho cercato di dirvi qualcosa. Ich habe versucht, euch zumindest etwas zu geben. Il nostro è un invito. Das hier war eine Einladung. È un treno che passa. Ein Zug, der vorbeifährt. Ecco, voi se volete salite sopra questo treno. Wenn ihr möchtet, dann steigt ein in diesen Zug. Leggete. Lest. Meditate. Meditiert. E capite se questo messaggio. Und versteht dann, ob diese Botschaft non è la conclusione di tutto il discorso di Maria. Ob das nicht ancora. Lei sta finendo. Und dann entscheidet, ob das der Abschluss ihrer Erscheinungen ist. Il suo parlare al mondo. Ihr Sprechen zur Welt. E giustamente ci fa capire come da Fatima, ma ancora prima dalla Salette. Ci fa capire da dove viene la pace. Sie lässt uns begreifen, woher der Frieden kommt, indem sie in diesen Erscheinungen sich zeigte, von Fatima, La Salette und so weiter. Come ha già detto a Medjugorje. Wie sie bereits in Medjugorje gesagt hat. Sie ha detto e dice a Manduria. So sagt sie auch in Manduria. La pace ha un nome. Der Frieden, er hat einen Namen. Ed è Gesù Eucaristia. Und das ist der eucharistische Jesus. Da lì viene la pace. Von da kommt der Frieden. Altrimenti è una menzogna. Alles andere ist eine Lüge. Anche i comunisti parlano di pace. Auch die Kommunisten sprechen vom Frieden. È un'altra pace. Aber das ist ein anderer Frieden. La pace di Maria è quella vera. Und der Friede Mariens, das ist der wahre, wahrhaftige noi Frieden. Abbiamo bisogno di questa pace. Wir brauchen diesen Frieden. Per avere questa pace. Um diesen zu erlangen, noi dobbiamo cacciare il demonio. Da müssen wir den Dämon vertreiben. Fuori dalla nostra casa. Raus mit ihm aus unseren Häusern. Traditore. Der große Menzognero. Lügner. Ingannatore. Täuscher. Illusion. Eine reine Illusion. Tutta la vita abbiamo camminato con questa illusione. Das ganze Leben haben wir in dieser Illusion verbracht. Ecco che l'olio di Maria. Es ist das Öl Mariens. È segno profetico. Ein prophetisches Zeichen. Questa terra che è il tallone d'Italia. Dieses Gebiet, das sich am Absatz des Stiefels befindet, sarà il tallone di Maria. Das ist der Absatz, die Ferse Mariens. Speriamo non in un bagno di sangue. Hoffen wir, dass sich all das nicht in einem Blutbad vollzieht. Perché, mentre io vi sto parlando, denn während ich jetzt zu euch spreche, a Manduria continuano a arrivare. Da kommen all diese Leute, dringen ein. Io non so cosa troviamo quando torniamo. Ich weiß nicht, was uns erwartet, wenn wir dann nach Hause zurückkehren. Però non è una bella situazione. Aber es ist sicherlich keine schöne Situation. Soprattutto quando tante cose si sanno prima. Vor allem dann, wenn man vieles im Voraus weiß. Ecco, cari amici, io adesso vorrei concludere con questo ultimo messaggio. Nun, liebe Freunde, nun möchte ich mit dieser Botschaft abschließen. Maria dice: Io sono la sorgente di olio santo. Maria sagt, ich bin die Quelle des heiligen Öls. Chi vuole venire a questa sorgente? Wer zu dieser Quelle kommen möchte, segua questa mia devozione. Der wird diese Verehrung aufrechthalten, sie annehmen. E come dice il Grignon de Montfort? Wie Ludwig Maria Grignon von Montfort sagt, tu ti troverai dritto in paradiso. Dieser Weg, der führt geradewegs ins Paradies. Sopportando grandi tribolazioni. Auch wenn es ein sehr steiniger Weg, ein sehr von Hindernissen
gespickter Weg ist. Io vi voglio ringraziare. Ich möchte mich bei euch bedanken. E adesso, salutandovi, ci prepareremo. Indem ich euch grüße. Ancora continuare con i misteri sacri. Und möchte euch auffordern, in eurem Pfarrgemeinde, che ci aiutano a capire meglio la passione di Gesù. Allora ci prepariamo. Wir bereiten uns nun vor. A che cosa? Alla messa. Wir bereiten uns jetzt auf die heilige Messe vor. Per capire la passione del Signore. Um diese Passion unseres Herrn zu verstehen. Che non è solo qualche cosa che accade sull'altare. Der nicht irgendetwas ist, das auf den Altar fällt. Qualche volta diventa anche nel corpo. Manchmal da ist er wirklich in seinem Körper da.